Achtung! Das nachfolgende Video dient einzig und allein zur Unterhaltung. Keine der im Video getroffenen Aussagen ist ernst gemeint. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Jawohl, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Und heute ist der Tag gekommen, an dem wir etwas machen werden, was ihr euch alle gewünscht habt. Und zwar werden wir das kleine Land hier spielen, Liechtenstein. Ja. Zum einen habt ihr es euch gewünscht und zum anderen wurde jetzt auch tatsächlich ein Gefallen eingefordert, und zwar vom guten Herrn Waschmaschinen. Der ist ja jetzt seit über 3 Monaten Mitglied als unsterbliche Krabbe und ihr wisst ja, als Kanalmitglieder gibt es nicht nur coole Vorteile auf den höchsten Stufen, könnt ihr euch alle paar Monate sogar ein eigenes Projekt wünschen, und er hat sich gewünscht, dass ich mit Liechtenstein spiele. An der Stelle nochmal ein extra fettes Dankeschön auch an ihn für die lange Unterstützung, aber natürlich auch an alle anderen Kanalmitglieder an der Stelle. Ein mega fettes Dankeschön für euren Support. Und um noch ein paar Leute extra zu triggern, dafür, dass ich mir das hier antue, würde ich mich sehr freuen, wenn wir 2500 Likes in den ersten 24 Stunden schaffen würden. Wäre mir eine große Freude, pusht das Video und hilft mir auch ein bisschen weiter. Was mir auch weiterhilft, wäre ein gewisser Plan. Auf der einen Seite, wir könnten natürlich den Kommunisten beitreten, haben nur das Problem, dass wir hier in der Situation von Kommunisten nicht wirklich profitieren. Könnte natürlich auch Händchen halten mit dem Deutschen Reich. Hätten wir zumindest einen starken Bündnispartner, bis er auf die Fresse bekommt, weil die Briten und Russen sie plattkalt machen. Und vor allem ganz wichtig, wir können auch unsere Werften entwickeln. Denn wie wir alle wissen, die Liechtensteiner Marine ist eine der gefürchtetsten auf der Erde. Ja, beginnen erstmal ganz standardmäßig. Oh, 2 Forschungslots. Wow, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir gleich so viele Forschungslots haben. Und wir nutzen unsere 0 Fabriken auch direkt, um eine weitere zu... Ach ne, eine haben wir. Ah, okay. Wir nutzen unsere eine Fabrik, um eine weitere zu bauen. Haben übrigens zum Zwecke hier heute auch wieder die Better Government Mod mit draufgeschmissen, weil wir ansonsten als Liechtenstein nicht wirklich eine Chance haben. So realistisch müssen wir schon mal sein. Aber die Better Government Mod ermöglicht es mir dann auch wieder, ein paar extra Stellschrauben zu drehen, dass wir vielleicht doch in der Lage sind, früher oder später ein kleines Gebiet anzugreifen oder zu erobern. Ich musste gerade lachen. Maintain International Neutrality. Als ob irgendeiner Neutralität wählen würde. Da kann ich mich gleich mit der Gertraude zum Kaffee trinken hinhocken und zuhören, dass sie heute Morgen ihre Zähne wieder nicht gefunden hat. Das ist in etwa genauso interessant. Wir haben übrigens aktuell 10.520 Menschen, die bei uns wohnen. Da müssten noch circa 4 Nuller dahinter, dass ich mich ein bisschen stärker fühle. Liberate Austria. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur leider, dass, wir demokratisch werden müssten. Plus den Alliierten beitreten, plus Deutschland darf Österreich nicht snacken. Alles sehr unwahrscheinlich. Wenn ihr übrigens Bock auf noch mehr Content von der Krabbe habt, und das sollte sich dann nicht nur auf Strategie beziehen, dann dürft ihr gerne mal bei einem netten Kanal namens Daddelkrabbe vorbeischauen. Und ja, das ist dreiste Eigenwerbung. Auf dem Kanal baller ich lauter Videos hoch, die überhaupt nichts mit Paradox Interactive zu tun haben, auf die ich voll Bock habe. Die sind alle voll unterhaltsam und generell bin ich eh der Allergeiste. Deswegen habe ich mich auch entschieden, dass wir kommunistisch gehen. Ne? Lieber rot als tot, sage ich immer. Und lass doch der lieben Daddelkrabbe einen netten Gruß von mir da. Sagt ihr, dass sie so total geil ist. Und nein, die Daddelkrabbe spielt nicht mit Deutschland. Könnt ihr noch so viel fragen. Hauptsache, wir haben auch unsere erste Division bekommen. Die bewaffnete Schutzpolizei. Bin mal gespannt, was die denn so beschützen werden. Übrigens aufgefallen, dass wir absolut keine Möglichkeit haben, an Fabriken oder Ähnliches zu kommen. Ah doch, hier unten. Okay, mach mal weiter. Erst gucken, dann mucken, ne? Finanzexperten haben wir auch. Dachte Peter Zwegert, aber nee, er ist Josef Hoop. Hub, was auch immer. Könnt ihr auch gerne mal bei mir vorbeischauen. Meine Finanzsituation ist sehr prekär aktuell. Bank hat leider meinen Finanzierungsantrag für den neuesten Lambo abgelehnt. Die meinten, 2,5 Millionen YouTube-Einnahmen im Monat wäre nicht genug. Ich frage mich gerade ernsthaft, warum ich das hier eigentlich mache. Ich meine, ja, es war ein Wunsch. Aber ich meine generell, warum ich das hier mache. So, warum tue ich mir das eigentlich an? Wenn ihr wisst, warum ich mir das antue, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Weil kein Mensch mit normalem Verstand und auch keine Krabbe mit normalem Verstand sollte sich sowas hier antun. Und trotzdem mache ich's. Übrigens, keine Ahnung, was die Spinner hier machen. Es ist 1936, wir haben schon Juni und es ist weder Rheinland militarisiert, noch Bürgerkrieg ausgebrochen. Deswegen keine Ahnung, was da abgeht. Wir schieben jetzt jedenfalls nochmal den Melting Pot mit rein. Nochmal 100% mehr monatliche Bevölkerung. Oder wie der ein oder andere in den Kommentaren jetzt fragen würde, wie machst du das immer, dass du so stark wirst? Keine Ahnung, vielleicht nutze ich die Möglichkeiten, die die Mods mir geben. Finde es übrigens auch ganz toll, dass Albert Einstein unsere Division in Liechtenstein anführt. Heißt sie allerdings ein bisschen anders, sie haben den Namen vertauscht. Heißt sie nämlich Johannes Franz Maria Balthasar. Sehr schöner Name. Ah,
Hitler ist tot und Himmler hat die Macht übernommen. Also gibt es doch gleich einen Bürgerkrieg in Deutschland. Wir haben ja durch diesen Fokus zwei Zivilfabriken bekommen, aber ich verstehe nicht. Manchmal ist es total buggy. Da musst du das Spiel neu laden, dass du diese Fabriken auch wirklich zugeschrieben bekommst. Deswegen habe ich jetzt extra meinen Bau der Fabrik hier abgebrochen, um zu sehen, ob es das fixt. Hat es aber nicht. Da muss ich das neu laden. Und jetzt ist mein ganzer Fortschritt von einem halben Jahr weg. Und ja, das macht mich schon ein bisschen traurig. So, dann nehmen wir natürlich noch die Agrarwirtschaft mit. Nochmal 100% monatliche Bevölkerung. Und jetzt haben wir in der Zwischenzeit zwei Menschen, die wir jeden Monat neu für unsere Armeen rekrutieren können. Plus die 150, die wir durch diesen wunderschönen Total Equality erhalten. Und der Melting Pot nochmal 100% extra Bevölkerung. Ah, richtig cool. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan vielleicht bald funktioniert. Habe ich eigentlich schon nach Likes gegeiert? Ja, ne, habe ich schon. Ja, gute Nachrichten, Freunde. Manchmal gibt es den Road to 56, ja, das Event Recent Immigrant Influx, also quasi Immigranten sind ins Land gekommen. Und die haben ja eben dafür gesorgt, dass unsere Bevölkerung von, ich weiß gar nicht mehr, 10.000 auf 16.930 raufgeschossen sind. Das ist super. Ich hoffe noch, dass viel mehr Immigranten in unser kleines, feines Liechtenstein kommen. Ich werde die auch alle ganz bestimmt nicht für bösartige Zwecke einsetzen. Wie zum Beispiel die Weltherrschaft an mich reißen. So, und hier bekommen wir auch unsere ersten Militärfabriken. Wollte mich übrigens gerade beschweren, warum Deutschland keinen Bürgerkrieg hat. Und genau in der Sekunde ist er ausgebrochen. Sagst du mir jetzt noch, wohin wir fahren? Wir fahren einen ganz speziellen Ort, den alle lieben, den die Krabbe abonniert haben. Was ist das für ein Ort? Ein Wald. Und was machen wir in dem Wald? Wir fordern Leute auf, den Kanal zu abonnieren. Das funktioniert am besten im Wald. Also muss ich jetzt in das kalte, regnerische Wetter raus, weil die Leute nicht abonnieren? Sozusagen, ja. Kann auch daran liegen, dass mein Kanal scheiße ist. Aber wir probieren es wieder im Wald. Aber ihr könnt auch jetzt schon abonnieren. Ich setze mein gesamtes Einkommen von 2,99 € aufs Deutsche Reich. So, jetzt haben wir unsere ersten Militärfabriken und wir werden direkt anfangen, Waffen zu produzieren, um unsere Soldaten zu bewaffnen. Wer hätte es gedacht? Denn Gerüchten zufolge kämpfen Soldaten ohne Waffen nicht so effizient wie mit Waffen. Aber leider kann ich euch keine Quellenangabe zur Studie machen. Ey, ohne Witz, mit zwei Forschungsslots zu spielen ist genauso wie... Ohne Witz, hart zu fallen, viel mit zwei Forschungsslots macht genauso viel Spaß wie Essen ohne Essen. Gar nicht. Ich kenne übrigens auch den Grund, warum die Deutsche Republik immer gegen das Deutsche Reich verliert. Das eine ist eine Demokratie und das andere sind Faschisten. Ich freue mich wieder auf all die Kommentare, die mich beleidigen, weil ich einen Witz gemacht habe. Wie kannst du es wagen, die Demokraten so schlecht zu machen? Ich muss sagen, die Liechtensteiner haben alles sehr hübsche alte Männer in ihrer Armee. Kann man das richtig vorstellen, mit Feldmarschall Alois Gonzaga Maria Adolf zusammen am Tisch zu sitzen und dann zusammen mit Johannes Franz Maria Balthasar einen Kaffee zu trinken und darüber zu beratschlagen, wie man am besten die Schweiz angreift. Und dann warten wir alle zusammen auf Franz de Paula Maria Karl Franz, der erste Prinz auf Liechtenstein, und besprechen dann die Pläne, wenn wir später Österreich angreifen wollen. Weiß jetzt nicht, was der da treibt. Der macht einen Hampelmann und danach tut er erstmal kacken, oder was ist das? Hier, schau dich das an, da kackt er erstmal. Ja gut, nach dem Üben sollst du kacken, ne? Oh, ein neuer Forschungslot nähert sich. Ach Gott, dauert es lange mit dem Kommunismus heute. Übrigens, dank der Better Government Mod können wir auch unseren Fabrik-Output beeinflussen. Da wir keine Navy haben, können wir uns zum Beispiel komplett auf die Armee fokussieren, was unseren Output um 20% erhöht. Was ja immer sehr praktisch ist, wenn man statt 10 Waffen dann 12 hat. So, jetzt haben wir noch kommunistische Partisanen, die rekrutiert werden. Haben wir da auch mal 5% gebracht. Das heißt, in 2-3 Jahren können wir dann echt mal Kommunisten werden. Übrigens, fettes GZ an denjenigen, der sich da echt die Mühe gemacht hat, hier ein bisschen was für Liechtenstein zu machen. Bist echt ein Big MVP. Also er wird es wahrscheinlich niemals hören oder sehen, aber er soll sich geehrt fühlen, dass er sich einfach die Arbeit macht, einen Liechtenstein-Fokusbaum zusammenzuschustern. Habe übrigens den Hans Beißwenger direkt mal eingestellt. Der unterstützt unsere Marine, bringt uns unter anderem 0,3 Erfahrung für die Marine pro Tag ist enorm wichtig, damit unsere Flotte auch in der Lage ist, dann in diesen ganzen Gewässern hier gut zu performen. Ah ja, man sollte vielleicht mal lesen. Sobald wir über 40% Support haben, hätten wir das hier machen können, wären automatisch Kommunisten geworden. Wäre ich kein Analphabet, hätten wir das natürlich auch schon direkt gemacht. Wenn ich hier was abgrundtief hasse, ist, dass ich das nicht auswählen kann, wenn ich hier was bauen will, weil das Land so klein ist. Ich reg mich nicht drüber auf. Digga, ich reg mich so hart drüber auf gerade. Ich will doch nur was bauen. Ah, jetzt hat er. So, wir sind Kommunisten geworden. Wie wird man kommunistisch? Genau, man macht irgendwas in die Mitte von der Flagge rein oder oben links, was irgendwie ein bisschen kommunistisch ausschaut. Boah, ja. Wir werden direkt einen Militärstaat gründen. Habe ich richtig Bock drauf. Der Liechtensteiner Militärstaat. Natürlich auch direkt gleich Regierungspropaganda mit rein. Oh, ist geil, Alter. Echt. Oh, es gefällt mir.
Zwischenzeit aber auch 20.000 Bevölkerung schon angesammelt. Ja. Ich meine, zu dem Ganzen hier sage ich jetzt einfach mal nichts. Aber ihr wisst ja, die Ausnahme bestätigt die Regel. Okay, wir starten jetzt unsere eigene Revolution. Okay, mit mir selber dann quasi. In Deutschland ist der Bürgerkrieg echt die Republik. Ey, krass. Zwei Länder haben mal wieder ein Bündnis gegründet, die in etwa genauso viel Gewicht haben wie ein Reiskorn in Asien. Und ja, ich rede von Polen und Rumänien, die sich quasi hinterrücks allen anderen wieder miteinander verbündet haben. Das eine Land weiß noch nicht mal, ob es gleich noch existiert, und das andere Land weiß gar nicht, was es überhaupt will. Viel Spaß. Ja, grüß dich, Adenauer. Ja, Europa sieht sehr interessant aus. Wir haben die französische Ente, den Pakt von Rom, die vierte Internationale, die Alliierten und dann ist da noch Deutschland. Und irgendwo in der ganzen Thematik stecke ich auch noch mit drin. Das Allerbeste ist immer noch dieser Punkt. Der gibt uns nämlich massive Boni auf die gesamte Produktion. Hat 200 Punkte gekostet, aber dafür können wir jetzt langsam aber sicher damit beginnen, uns für den Krieg vorzubereiten. Und zwar werden wir in das Schlafzimmer meines kleinen Sohnes einmarschieren, der hier in unserer Hauptstadt sein Zimmer hat. Naja, Spaß, eigentlich ist ja Österreich oder die Schweiz das Ziel. Aber die würden aktuell mit uns noch den Boden aufwischen. Na, jedenfalls machen wir jetzt hier unten bei den kontinuierlichen Fokussen noch die aggressive Population, Wachstumspolitik, die nochmal monatliche Bevölkerung im Wachstum und als Manpower gibt. Ich finde es auch total faszinierend, dass wir schon wieder 25.000 Mann in der Armee haben. Und dabei haben wir nur 29.000 Mann Bevölkerung. Es ist so geil. Weitere 6.000 Mann treten unserem Reich bei. Okay. Erst 5 Jahre wieder gar nichts und jetzt alle 2 Monate weitere Migranten. Immigranten. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Bei uns ist genauso viel Platz wie nebenan. Ja, okay, also es kann gerne so weitergehen, absolut kein Problem. Immer rein mit euch, eine gute Bude. 53.000 Menschen leben bereits in Liechtenstein. Wir bevölkern nicht nur die Häuser, sondern auch schon die Kanalisationen. Ja, mehr, mehr. Belgien denkt sich nebenbei auch, komm, lass mal unsere eigene Party schmeißen. Und ich sage euch eins, der Typ schaut aus wie jeder Bösewicht aus jedem Film immer. Jo, fürs Protokoll. Belgien hat Frankreich den Krieg erklärt und Frankreich ist im Krieg mit dem Pakt von Rom und die französische Ente damit auch mit dem Pakt von Rom und ich schaue mir das einfach weiter und alles ganz gechillt an. Aber generell finde ich das schon ein bisschen blöd, dass die jetzt hier so fetten Krieg feiern und ich nichts machen kann. Na ja, Gott sei Dank, Immigranten sind wieder eingetroffen. Schon kurz Sorge gehabt, mir gehen die Truppen gleich aus. Schweiz sind übrigens harte Faschisten geworden und deswegen habe ich mir auch gedacht, das können wir nicht zulassen und erklären denen dann demnächst mal den Krieg in so einem Jahr circa. Alter. Die Belgier schneiden durch das französische Gebiet wie ein heißes Messer durch kalte Butter. Bin mir nicht sicher, ob das aktuell so läuft, wie sich Italien das vorgestellt hat. Aber ich glaube, der Tortenfeldherr hat sich das ein bisschen anders vorgestellt. Ah, Gott sei Dank, weitere 5.000 Menschen sind eingetroffen. Hallöchen! Ja, dann wollen wir mal sehen, was das bringt. Ich habe mir auch eine Luftwaffe schon nebenbei aufgebaut. Und falls die Schweizer auf den Gedanken kommen, uns zusammenzuschlagen, habe ich sogar schon ein paar Forts errichtet. Und das heißt, ich bin sehr gespannt, aber entweder wir gewinnen das Ding oder wir starten neu wahrscheinlich. Wir sind übrigens gar nicht mehr Liechtenstein, wir sind jetzt Vaduz, oder wie das mal ausgesprochen wird. Haben übrigens auch brutale Luftüberlegenheit. Die Schweizer Luftwaffe ist quasi nicht existent. Also unser Angriff in den östlichen Schweizer Alpen ist komplett in die Hose gegangen. Wir haben 12.000 Mann verloren, die nur 3.400. Kacke. Portugal steppt einfach Spanien ab. Das sind halt Kommunisten. Wie wär's, wenn wir eine Fraktion gründen? Ne, schade eigentlich. Okay, Frankreich hat kapituliert. Das ist sehr interessant, weil eigentlich haben die gerade gewonnen. Aber ich verstehe nur noch Bahnhof. Ja, wir kommen nicht durch. Das Ding ist jetzt schon im Arsch, Mann. Wir haben keine Chance gegen die Schweiz, sagt Mann. Wir haben nicht mal Manpower oder Ressourcen, um jetzt hier groß zum Beispiel eine Paratrooper-Division aufzustellen. Und mit Einzelnen würden wir weder die Schweiz besiegen, noch einen Erfolg verzeichnen, weil sie uns einfach wieder kalt machen würden. Ah, oh, übrigens, die Sowjets sind auch im Krieg mit der französischen Ente. Die Schweizer werden auch noch immer stärker statt schwächer. Das macht es ja auch nicht besser. Die Schweizer haben übrigens in der Zwischenzeit 4-mal mehr Soldaten im Feld als wir. Wir haben 100.000, die haben 400.000. Und das macht mich ein bisschen traurig. Auch unsere Luftüberlegenheit ist aktuell leider nicht genug. Es ist übrigens in der Zwischenzeit 1942. Und oh, wir haben eine Provinz erobert, jetzt müssen wir sie nur irgendwie halten. Ich schwöre, was ist das hier überhaupt, Alter? Ich check hier gar nichts mehr. Aber der Pakt von Rom ist hier jedenfalls hart am Gewinnen. Genauso wie die Sowjets. Es wird gleich fette Friedensverhandlungen geben wahrscheinlich. Die Verluste in den letzten Schlachten waren positiv für uns. 4.000, 6.000, 7.000 zu 200 Mann. Das sind die Zahlen, die wir sehen wollen. Ich sag's euch, ohne unsere Luftwaffe hätten wir
null Chance. Aber glücklicherweise, Luftwaffe ist immer Key to Victory. Und viele fragen mich immer, Krabbe, warum bist du so gut? Nein, bin ich gar nicht. Ich nutze einfach immer nur Luftwaffe. Und die KI ist einfach zu blöd für Luftwaffe. Ihr seht das ja, die haben gar keine Flugzeuge. Wir haben Flugzeuge. Endergebnis, wir schießen denen die Köpfe von den Hälsen. Was halt dafür sorgt, dass wir jetzt auch schon Zürich erobern konnten. Ja. Also ich warte eigentlich aktuell nur drauf, dass es endgültig eskaliert. Ja, die französische Kommune ist back. Die ist mit der gesamten Welt im Krieg. Und die anderen sind jetzt auch im Krieg, weil die französische Kommune back ist. Und ich krieg Kopfschmerzen, weil ich das alles wieder nicht verstehe. Aber eins weiß ich, wir kommen nicht weiter. Wisst ihr, was nach einer langen Autofahrt oder während einer langen Autofahrt immer für neue Energie sorgt? Holy Energies. Kein Zucker, schmecken geil. Gibt's nix verschiedenen Geschmacksrichtungen, auch als Eistees. Und pushen 2 bis 4 Stunden. Alle Links in der Videobeschreibung. Ihr spart Geld, lebt gesünder und unterstützt die Krabbe. Die Deutschen haben jetzt der Union of Soviet Republics of Europe and Asia den Krieg erklärt. Digga, das, ich finde es schön, dass wieder live mit auf Kamera war, weil dann kann mir keiner erzählen, dass ich das gemacht habe. Aber ich mache mein Ding hier in der Zwischenzeit mit der Schweiz weiter. Die sind gerade ein bisschen in Panik ausgebrochen, weil wir uns die Provinz vor Bern geholt haben. Die Levantine Union hat der Sozialföderation auf Jordanien den Krieg erklärt. Digga, was treiben die da unten überhaupt, Alter? Hey, schon hier geht's ab überall an jeder Ecke und Kante irgendwelche Verrückten, die sich gegenseitig die Schnauze polieren. Ja, die Deutschen machen jetzt einmal Chu-Chu und hauen überall rum und machen alle kaputt. An den Schweizern geht langsam aber sicher ein bisschen die Ausrüstung aus. Wir haben ja brutale Produktionsboni und stört das ja alles nicht so dolle, solange wir genug Bevölkerung nachproduzieren können. Yo. Also irgendwie gibt es jetzt sehr viele White Pieces, weil Österreich ist irgendwie aus dem Pakt ausgetreten, ist aber auch direkt wieder beigetreten und es versteht doch alles keiner mehr. Verluste übrigens in der Zwischenzeit ausgeglichen, was mich total freut. Bald haben wir mehr Schweizer auf dem Gewissen als Schweizer die Liechtensteiner. Kommen übrigens im Monat in der Zwischenzeit auf fast 10.000 Mann, die wir zusätzlich für unsere Dienste benutzen können. Ja, die French Commune ist zum dritten Mal back. Die kommen auch alle 5 Sekunden wieder, ne? So. Was ist denn mit denen? Die wollen einfach nicht sterben irgendwie. Digga, was ist denn mit Portugal, Alter? Oh, das ist natürlich jetzt nochmal ein Kriegsbeitritt, der sich gewaschen hat. Oh, da haben sich die Sowjets official verabschiedet. Das ist official not good für meine langfristigen Pläne. Ah, da fehlt langsam doch die Ausrüstung, ne? Die Schweizer haben nicht ganz dieses wirtschaftliche Genie an der Spitze wie das Land von Vaduz. Dann versuchen wir unser Glück mal in der Hauptstadt. Die nennt sich übrigens Bern. Kollabiert jetzt die Schweiz. Ist das endlich der Moment, auf den ich so lange gewartet habe? Verluste übrigens endlich auf Schweizer Seite höher als auf unserer Seite. Manpower ist immer noch unterlegen, aber wir haben halt die Luftüberlegenheit. Und die schreddert halt einfach die Schweizer Ausrüstung und die Menschen gleich mit. Die Manpower meine ich, die Manpower. Übrigens keine Ahnung mehr, was hier abgeht. Ohne Witz. Irgendwie das TUI's Empire ist jetzt irgendwie back und Frankreich ist aber auch nochmal back und mal gucken, wer am Ende hier steht. Wenn ich das mir zu sehr anschaue, kriege ich Kopfschmerzen. Ja, und damit haben wir die komplette Schweizer Armee hier im Westen zurück ins Gebirge geschickt. Wenn wir es jetzt schaffen, die im Gotthardpass einzukesseln, dann ist richtig Premium-Stimmung angesagt. Das ist nämlich die restliche Schweizer Armee, die hier jetzt, ja, tatsächlich eingekesselt wurde. Und da können wir jetzt einmal reingehen und die Köpfe wegschießen von unseren Flugzeugen. Der Spielzeugsoldaten sind natürlich keine echten Menschen. Aber natürlich, das Ding ist super befestigt, ne? Da haben wir Vorrats, das ist ein Gebirge, das ist unangenehm zu kämpfen. Das ist in etwa genauso angenehm wie auf Mount Everest baden zu gehen, würde ich dringend von abraten. Oder Bungee-Jumping ohne Bungee-Seil. Und trotzdem haben wir es geschafft. Und damit schauen wir jetzt glücklich und zufrieden auf die Verluste. 455.000 zu 247.000 plus, wie ihr sehen könnt, das war's. Die Schweiz ist raus. Natürlich erobern wir alles. Snacken uns jedes einzelne Gebiet und freuen uns wie so ein kleines Schnitzel, dass wir es wirklich geschafft haben. Und haben jetzt die Vaduz-Kommune quasi in der Schweiz gegründet. Was wir jetzt machen werden, ist allerdings auch richtig crazy. Wir werden Krieg erklären gegen Österreich. Oh, dauert das lange, 160 Tage. Moment. Da gibt es noch ideologischer Struggle. Das verringert nämlich nochmal die Zeit, die wir brauchen. Das können wir jetzt einmal kurz machen. Und dann dauert das eigentlich nur noch 120 Tage. Ja, sehr gut. Ich finde es echt faszinierend, dass die Franzosen es immer wieder schaffen, irgendwie wieder mit 10.000 Mann zurückzukommen. Aber boah, ich habe ganz vergessen, ich kann noch Gebiete coren, ich verdammter Vollidiot. Extra die Cores and Claims UI-Mod installiert, dass wir hier schön Gebiete claimen können. Was mache ich? Ich vergesse es zu claimen, weil ich total dumm bin. Offiziell das Dümmste, was hier rumläuft.
extra die ganze Zeit meine Punkte noch angespart, oben links, meine PP, dass wir das jetzt hier machen können. Ist übrigens schon 1944, ja, mir schon fast 10 Jahre wieder meines Lebens hier verschwendet. Also in-game, weil in echt auch in der Zwischenzeit schon fast. Mich gerade gewundert, warum wir so gute Stabilität und War-Support haben, da ist mir eingefallen, wir haben ja gar keinen Krieg am Laufen gerade. Wie machen die Franzosen das eigentlich mit ca. 50.000 Mann, sich sowohl mit Portugal, den Italienern, den Ungarn und den Österreichern anzulegen? Weil Jugoslawien ist jetzt auch nicht unbedingt eine Weltmacht. Vielleicht sollte ich mir da mal ein paar Tipps holen von den Franzosen. Und vielleicht cheaten die ja auch, die Baguettes. Ja, ja, ich beobachte euch. Und wehe, ich sehe auch nur ein krummes Baguette rumlaufen, dann gibt's richtig Ärger. Ah, Digga, echt 120 Tage schon wieder vorbei? Die Zeit vergeht aber auch hier, ey. Ist jetzt ein bisschen low, was wir machen werden? Ist quasi so ein richtiger... ja, okay, das ist jetzt blöd. Und jetzt, ich habe komplett vergessen, dass Österreich ja Verbündete hat. Ich habe es mir auch 6-mal angeguckt, Alter. Wie kann man denn so lost sein? Ja gut, wir greifen jetzt sowohl Italien als auch Österreich an, weil ist ja eh keiner zu Hause. Und wie sage ich immer so schön, ist die Tür offen und keiner zu Hause, geh rein und trag einfach mal alles raus. Problem ist halt nur, ich habe einfach überhaupt gar keine Truppen, um das auch nur annähernd irgendwie abzufedern, was ich hier gerade treibe. Die haben nicht mal eben 2 Millionen Mann und ich habe meine 200.000. Ja, wobei 200.000 sind auch nicht ohne. Ja, tschüss Österreich. Das ging relativ einfach. Wir mussten nur kurz Salzburg besetzen. Also ich glaube, das war es jetzt langsam mit dem Pakt auf Rom. Die kriegen nämlich gerade hart den Arsch versohlt. Ob es das glaubt oder nicht, aber Frankreich hält sich echt stabil. Die französische Ente ist in der Zwischenzeit sogar wieder echt erstarkt und eine Gefahr für den Weltfrieden. Gibt bestimmt bessere Orte, an denen man chillen kann. Da gehen nämlich gleich einige Soldaten baden. Und zwar in der Nähe von Monaco. Sehr schöne Stadt, habe ich mal ein Video zu gemacht. Sehr empfehlenswert. Müsste der nicht eigentlich in der Zwischenzeit an Altersschwäche gestorben sein? Oder er? Also wir haben jetzt Italien kaputt bekommen, war es auch nicht mehr so schwer. War eh relativ schwach und hab mich jetzt aufgeregt, dass Brasilien noch ein Major ist. Hab mich halt richtig gelangweilt, aber hab dann festgestellt, dass Brasilien gerade kurz davor ist, die Luft zum Atmen zu verlieren. Und der Mann schaut nicht nur so aus, so fühlt er sich auch gerade, nämlich richtig am Arsch. Müsste jetzt quasi nur noch warten, bis die Brasilianer das Handtuch werfen und dann sollte der Tee gelutscht sein, zumindest was das Thema hier angeht. Kurze Frage, was machen eigentlich die Amis in der Niederlande? Ich glaube, die sollten eigentlich hier drüben irgendwo sein und die Brasilianer mal kalt machen. Übrigens haben wir gleich die ganzen Gebiete geclaimt, dann können wir richtig rekrutieren. Na Freunde, es ist Zeit, den Kommunismus von der Erde zu tilgen und den einzig wahren Kommunismus einzusetzen. Diese Fake-Kommunisten aus Frankreich dürfen nicht länger unsere Nachbarn sein. Moskau ist gefallen, hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Oh, hat denn Moskau nochmal surrendert? Hä? Hä? Ich verstehe nicht. Moskau ist gefallen an die, die seit Jahren da sind. Ob ich mich übrigens ein bisschen schlecht fühle dabei, Frankreich anzugreifen, die sich jetzt in der Zwischenzeit zum dritten Mal wiederbelebt haben. Unfassbare 350.000... Wo haben die jetzt schon wieder 350.000 Mann hergezogen überhaupt? Naja, ob ich mich da jetzt schlecht fühle, denen jetzt den Krieg zu erklären? Nein, überhaupt nicht. Kein Stück. Ich hau den richtig auf die Fresse. Hier oben verteidigen wir das Gebirge, da dürfte eh keiner durchkommen. Und wenn wir die Franzosen kalt gemacht haben, marschieren wir nach Osten. Ja, aus Monaco heraus haben sie übrigens eine kleine Offensive gestartet, weil ich habe hier irgendwie unten die Front vergessen. Das ist aber ärgerlich, weil die jetzt hier keinen Nachschub mehr haben. Das heißt, wir können die rein theoretisch alle beseitigen. Und deutsche Truppen stehen übrigens auch hier. Das können sie sich direkt wieder abgewöhnen, die Deutschen. Die mögen wir hier nicht, die Deutschen. Deutsche raus. Digga, die Deutschen haben für ihre gesamte Armee hier stationiert. Was soll denn das? So, der Plan hier hat hervorragend funktioniert und da unten sind irgendwie deutsche und schwedische Truppen in Italien eingekesselt. Digga, ihr wollt mich doch alle verarschen gerade. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber vielleicht fällt es euch schon auf, nämlich hier oben. Die Deutschen wollen uns den Krieg erklären, ja. Naja, das wird eine kurze Sache, glaube ich, mit ihren 1 Million Mann. Versuche jetzt einfach schnellstmöglich die Baguettes und die anderen wegzurushen, bevor ich gleich auf die Schnauze bekomme. Und wenn ich nicht verstehe, was die Deutschen von mir wollen, weil ich habe doch eigentlich nie irgendwas Böses getan. Ich bin auch ein so friedlicher Spieler. Kann nur damit zusammenhängen, dass die Deutschen was gegen Krabben haben. Das ist die einzig logische Erklärung. Mir geht auch relativ schnell die Manpower flöten. Wir haben 226.000 Mann verloren innerhalb kürzester Zeit. Und ich habe zwar eine relativ stabile Bevölkerungswachstum und gute Bevölkerung, aber so viel Verluste so schnell können wir doch nicht ausgleichen. Trotz allem haben wir jetzt eine Armee von immerhin 819.000 Mann, aber halt gleich zu viele Feinde und Ausrüstung wird auch langsam eng, glaube ich. Ja, die großherzigen Deutschen erklären uns aber freundlicherweise nicht den Krieg, das finde ich schon mal sehr positiv. Naja, wir haben unfassbar viele Nachteile. Wirtschaftlich trotzdem zu schwach, manpower-technisch immer noch zu schwach.
Wir haben einfach zu wenig Forschungslots, wir kommen forschungstechnisch nicht hinterher. Ich hätte mir den Cheat-Mode holen sollen. Ja, und das war's dann auch mit dem Thema. Die Deutschen haben sich... Ja, okay. Ach, komm, Digga, hör auf, Alter. Ihr wollt mich doch hart verarschen gerade, Mann. Jetzt pushen uns die Franzosen. Digga, die Franzosen und Deutschen arbeiten Hand in Hand. Demokraten und Kommunisten arbeiten Hand in Hand gegen mich. Digga, ich... Das glaubt mir keiner. Nur fürs Protokoll, die sind eigentlich dafür bestimmt, gegeneinander zu kämpfen. Und zwar immer für alle Zeit. Ja. Ach komm. Zum Glück bin ich immer so ein ruhiger, gelassener Mensch. Einzige, was ich kaputt mache, ist meine Ausrüstung, weil ich Wasser oder Saft drüber schütte. Bestimmt auch nie irgendwas kaputt gemacht, weil ich ausgerastet bin. Wir werden natürlich kämpfen bis zur letzten Maus, ne? So viel sollte auf alle Fälle klar sein. Ja, die latschen einfach durch unsere Ländereien durch, wie so ein Stück Käsekuchen. Wir haben nämlich aktuell circa, ich schätze mal, 10 Millionen Mann, die gegen uns kämpfen. Weil wir sind nämlich seit kurzem Darth Vader der Erde geworden. Und ich bin mir relativ sicher, ohne diesen Verrat der Deutschen hätten wir das Ding bestimmt gewinnen können. Aber die Deutschen machen wieder, ja, deutsche Moves. Ciao. Aber die haben ja immerhin die Schweiz gelassen, was ich sehr freundlich finde. Also wir sind jetzt zwar nicht mehr Liechtenstein, aber wir sind jetzt die Schweiz. Oh Mann. Tja, und damit haben wir wieder keine Truppen. Haben zwar noch ein bisschen Manpower, aber auch keine Fabriken mehr. Es ist enttäuschend. Es ist enttäuschend. Es hat trotzdem irgendwie... Ja, es war irgendwie lustig. Also es war echt unfassbar weird, was hier abgeht. Ich meine, Frankreich macht immer noch Sachen. Aber trotzdem will ich an der Stelle sagen, ja, es tut mir sehr, sehr leid. Ich bin zu schlecht für Hearts of Iron 4. Vielleicht hätte ein besserer Spieler dieses Szenario gewonnen. Du zum Beispiel. Ich habe ja gehört, du bist ein absoluter Pro-Gamer. Lass mir doch gerne wissen, wie du das geregelt hättest. Und ansonsten bin ich raus für heute. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war unterhaltsam. Ihr habt gelernt, wie man nicht Liechtenstein spielt. Und vor allem eine Sache dürft ihr niemals vergessen. Nämlich keine Krabben essen. Macht's gut. Tschüss.